Hallo, ihr lieben Liebenden. Ja, es ist jetzt 1 Uhr nachts und ich stehe immer noch in meiner Küche. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgewerkelt, ich kann eh noch nicht schlafen. Ja, und deshalb zeige ich euch mal, was ich jetzt heute so geschafft habe. Also, ich war einkaufen, ihr seht, da ist noch mein Kuchen, den ich gebacken habe, der klebrige Rest davon. Hier sind Orangenschalen, die habe ich abgerieben und zum Trocknen ausgebreitet. Für die paar Schalen mache ich den Apparat nicht an. Hier ist Himbeer-, Erdbeer- und Waldbeerensoße. Dann haben wir hier Cranberry-Marmelade, Birnenmus. Da sind die abgeschälten Orangen, da wird jetzt Saft draus gemacht. Da sind noch Zitrönchen. Hier haben wir Pflaumensirup. Den habe ich eingekocht mit Zimt und Nelken. Sehr gut, abführende Wirkung. Und nicht, dass ihr denkt, ich fange wieder an zu saufen. Nein, das ist Blue Curaçao und Korn, wie ihr seht. Daraus wird ein Weihnachtslikör. Ich zeige euch den auch, aber dafür fehlt mir noch eine entscheidende Zutat. Und das werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Ne? So, dann habe ich jetzt mitten in der Nacht das hier fabriziert. Und das, was ihr hier seht, sind, ja, ich würde mal sagen, so um die 50 Euro, die da auf dem Tisch stehen. Das ist nämlich Ghee, na, das Gold des Ayurveda, geklärte Butter. Und zwar habe ich mir Butter gekauft, hier seht ihr. Für die ganze Butter, das sind jetzt schon 6 Päckchen, die ich da geschmolzen habe, oder 5, ich weiß nicht mehr, 5 oder 6. Und das hatte ich, da hatte ich ungefähr so um die 15 Euro. Und ein Glas Ghee, so ein Glas, kostet im Supermarkt so um die 10 Euro. Könnt ihr euch ganz leicht selber machen, wer es interessiert, werde ich gerne berichten, gar kein Problem, findet ihr aber auch überall sonst auf YouTube bei ganz, ganz tollen YouTubern. So, hier ist meine Essigproduktion, tralala, da habe ich einen Bananenessig angesetzt, hier ist Zitrone, da hinten steht noch Pflaume, Cranberry, na, dann Mandarine und hier sind dann die fertig abgefüllten Essigfläschchen, ja genau, Fläschchen. Da ist noch mein Basilikum, der wird jetzt auch noch verarbeitet, getrocknet, zu Essig verarbeitet. Da ist ein ganz leckerer Apfel, Dattelessig, Erdbeeressig, Himbeeressig. Der Absatz hier unten, das ist nicht schlimm, das ist Karmhefe. Wenn es Fläschchen leer ist, kann man das benutzen, um eine neue Charge anzusetzen. Ne? So, ihr seht, hier stehen dann noch meine Tomätchen, die werden dann noch zu Passata eingekocht, meine Ananas. So, hier stehen schon ein paar Geschenkchen, mein Gemüse, Suppengemüse und, entschuldigt, wenn euch schwindelig wird, ich entführe euch mal in die Dunkelheit. Ich muss ein bisschen leise reden, mein Mann schläft schon, der hält mich eh für irre. So, hier ist jetzt mein Vorratskämmerchen im Dunkeln. Nein, keine Angst, kommt kein Geist. Die Entitäten, die hier aktiv sind, die sind alle ganz lieb. So, schaut mal, hier habe ich Kürbis fermentiert, Zitronen, Zwiebeln. Das ist also fermentiert, ne? Das heißt in Salzlake eingelegt, das muss jetzt noch ruhen. Dann haben wir hier Mandarinen, Clementinen-Marmelade. Dann haben wir hier die ganzen Apfelessig-Chargen, die sind auch fertig, ein Kürbisessig. Hier haben wir die getrockneten Sachen, Mandarinenschalen, sehr lecker zum Backen, getrocknete Zitronen, Mandarinenschalen. Wenn man da ein bisschen Flüssigkeit drauf gibt, dann geben die das ganze Aroma wieder ab. Hier sind auch nochmal Mandarinenschalen, da sind Chiliflocken. Paprika, Zwiebeln, Pilze, Apfel und Bananenchips. Alles sehr, sehr lecker. Weiter geht's dann hier hin. Da haben wir hier die Bolognese-Soße. Die hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Hier sind noch eingemachte Pflaumchen. Dann, ja, ihr seht's, ne? Da habe ich jetzt mein ganzes Reich aufgebaut. Pilze eingemacht, Kohlrabi, Apfelstückchen, Mandarinen. Pflaumenmus, da sind die Pilze, ne, die hatte ich auch im Angebot. Austernseitlinge und Champignons, Möhren, Zwiebeln, da oben ist noch ein bisschen was. Ihr seht's, ne? Möhren und Zwiebeln, Tomaten, fermentiert und eingemacht. So, ihr seht, ich war fleißig, fleißig, fleißig. Da ist Garfield, der kann auch nicht schlafen. Komm, Schatz, wir gehen wieder rein. Da sind meine Steckzwiebeln und meine Samen und mein Knoblauch. Das kommt jetzt bald auch ins Beet, wenn ich denn endlich mal dazu komme. So, ihr seht, hier ist es nicht nur gruselig, hier ist auch viel, viel Fleiß. Ne? Guck mal, geht schon wieder los. Nein, keine Angst. Das war jetzt ein kurzes, knappes Video über meine unaufgeräumte Küche und mein Werkeln. Na, jetzt habe ich Garfield in der Tür eingeklemmt, auch gut. Hier haben wir auch noch eine ganze Menge Zwiebelchen, die müssen noch verarbeitet werden, rote und weiße. Und Erdnüsse, Mandeln, Kartoffeln und so weiter und so fort.
die Mandeln nass, die müssen noch geschält werden. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was ich so werkele am ganzen Tag. Ich bin jetzt auch mit meiner Tochter ziemlich viel zugange, weil die ja jetzt bald Mutter hat. Und ja, da werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die nächsten Tage viel dazu komme zu filmen. Ich habe ziemlich viel zu tun, aber ihr werdet ganz bestimmt von mir hören. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da. Spaß und Fun-Kanal, ihr wisst es. Alle möglichen Themen. Ich habe euch alle lieb, ihr seid die Besten. Küsschen aufs Schnüsschen. Bis bald. Tschüss.